Mach doch mal einen Soundcheck. Soundcheck. Ja, mehr reden. Test, Test. Läuft. Ob das okay ist? Ja. Das sagt mein Wenigstens. Herzlich willkommen, liebe Leute. Was ist jetzt? Herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind's mal wieder vom Team Bergmensch. Heute in Föhran in Südtirol. Wir haben wieder mal Bock, Kino zu gehen und da nehmen wir euch natürlich mit. Ja, hierbei handelt es sich nicht um ein ganz normales Kino, sondern es ist das einzige Kino, was zurzeit offen hat. Und Dominik, was wird es für ein Film heute? Ja, der Film wird heute ein bisschen kitschig sein, aber man sagt, er wird ganz cool sein. Seid gespannt, was euch erwartet. Ich kenne eine Abkürzung. Ich habe aber keinen Bock gehabt, dass du mitkommst eigentlich. Wenn man hier auf die linke Seite schaut, dann sieht man bereits unser Ziel, wo wir heute hingehen. Es ist nicht so weit, aber die Strecke lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Und die Felsen hier, die haben etwas mit dem Namen zu tun, dem Knotenkino. Die Auflösung, was Knoten bzw. Knotenkino bedeutet, erfährt ihr später. So, hier am Wegesrand sind ein paar abgelegene Höfe. Die müssen, wenn sie ins Geschäft wollen, immer mit dem Auto fahren. Jetzt möchte ich von euch wissen, was bevorzugt ihr? Das Leben hier oder das Leben in der Stadt? Lasst es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Unseren Vlog vom Montikler See gesehen hat, weiß bereits, dass es so ziemlich schon sommerlich, frühlingmäßig war. Und jetzt sind wir knapp 1000 Meter Höhe und wir haben hier noch den tiefsten Winter. Du Dominik, kennst du den Weg schon? Ja, immer den Schildern nach. Ah, okay, perfekt. Schau Dominik, wir sind gleich hier. Hast du die Chips eingepackt? Perfekt. Hey, hey Jungs, Tickets. Nächster. Oi. So, Spaß beiseite. Wir sind hier angekommen im Knotenkino. Es ist besser als jedes andere Kino mit diesem Panorama und dieser Aussicht. Wie gefällt euch eigentlich die Szenen, diese lustigen Szenen? Sollen wir die weiter hineinbauen oder gefallen euch die nicht? Lasst es uns gerne wissen und schreibt es in die Kommentare unten rein. So Leute, jetzt noch kurz zur Auflösung von vorhin zum Knotenkino. Also was bedeutet Knotenkino? Das Wort Knot kommt aus Südtirol, also ist ein Südtiroler Dialekt und bedeutet Felsen. Somit bedeutet es Felsenkino. Kurz zur Umgebung hier, also wir sehen da unten gleich, sehen wir Lana und Germs. Da hinten sehen wir Meran, die Stadt, wir sehen Richtung Finchgau, wir sehen auch ein Stück vom Passaiertal und
da unten ja, geht es in den Bozner Talkessel. So Leute, was vielleicht noch interessant zu wissen ist, ist Folgendes. Wir haben es selber soeben an der Tafel da drüben gelesen. Vor ca. 255 Millionen Jahren hat sich dieser Fels hier aufgebaut, als eben Lava aus den Erdfelsen, dass Lava aus dem Erdspalt herausgedrungen ist und eben diese Struktur, diese weinrote Farbe und auch eben den Tschöckelberg aufgebaut hat. Ja, das Knottenkino ist ja nicht wie ein normales Kino. Die Landschaft bleibt immer gleich. Eben wie Tristan vorhin gesagt hat, vor 255 Millionen Jahren ist das entstanden. Seitdem ist das so. Aber die Farbe ändert sich von den verschiedenen Jahreszeiten. Im Winter ist alles weiß, im Sommer schön grün und im Frühling und Herbst sind auch die jeweiligen Farben zu sehen. Aber? Also jede Jahreszeit hat eine andere Farbe und spielt somit einen anderen Film. Sehr schön. Ja, und was mich selber hier extrem fasziniert, ist Folgendes, dass man halt einfach mal hinsitzt, den Moment genießt, das Panorama genießt, die Ruhe genießt. Das ist einfach eine ganz andere Art von Kino, das kennt man so gar nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wer hat schon mal von Knotenkino gehört, wer war selber schon mal hier, würde uns mega interessieren. Und ja. Jetzt war's das war es auch schon wieder von unserem Vlog hier vom Knottenkino. Wir verabschieden uns hier mit diesem schönen Panorama im Hintergrund. Falls euch der Vlog gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder kommentiert, welche Orte wir noch mal besuchen sollen. Und ja, viel Spaß beim Schauen. Der Roman, der erste passt schon, er ist im besten Niveau. Das war schau zum Schluss. Ich mach jetzt noch einen guten. Okay. Dominik. Okay. Hi. Okay. Falls euch der Vlog gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder schreibt gerne in die Kommentare. Bleibt gesund und freut euch aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich mach wieder uns den Clown. Ja, Spinni.